Drin trete aus der Vergangenheit Tor ich des deutschen Schulmeisters Urahn hervor. Ich bin noch in des Adels Dienst. Und, also das Dramatische an dem Stück ist eigentlich, dass dieser Hofmeister Valenz unterrichtet in der Adelswelt zwei Kinder, stolpert über seinen eigenen Trieb mehr oder weniger, verführt die Tochter des Hauses, die wird schwanger. Und als er erfährt, dass diese sich umbringen wollte, wird er so verzweifelt, dass er sich kastriert. Teufel hol euch, Flegel! Wer ist dieser Speichellecker? Ein gewisser Läufer. Ich höre einen Pastorensohn. Meine Frau hat ihn wollen zu sich bestellen. Sie braucht für Leopolden einen neuen Hofmeister. Zur Probe nur, damit ich doch sehe. Brecht hat das Ganze ein bisschen anders gesehen. Da geht es nicht um die Verzweiflung des Hofmeisters, sondern da geht es um den Überlebenstrieb. Der hat sich bei Brecht dann deshalb kastriert, um als Lehrer noch ernst genommen werden zu können. Und das ist so ein ganz egoistischer Selbsterhaltungstrieb, mehr oder weniger die Kastration, damit er als Lehrer ohne Trieb weiter existieren kann. Das sind natürlich zwei völlig verschiedene. Also das ist ein enormer Eingriff von Brecht. Ziemlich auf die Spitze getrieben, finde ich. So ist recht. So liebe ich's. Hübsch fleißig. Mhm. Und wenn die Kanaille nicht behalten will, Herr Läufer, so schlagen Sie ihm das Buch an den Kopf, dass er das Aufstehen vergisst. Seht, da zieht er das Maul schon wieder. Und noch? Er hält? Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Äckervieh und alle Güter. An allem war von Anfang an nur dein Vater schuld. Musste er einen Hauslehrer für dich sparen wollen? Im selben Atem seines Geizes kürzte er mich. Nun will er mir gar aufs folgende Jahr nur 120 Taler geben. Ich muss quittieren. Und was werde ich dann anfangen? Die Problematik, die es dort gibt, ist, was bei uns jetzt wieder an Aktualität, ganz speziell jetzt im Moment, die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, also Missbrauch von Schutzbefohlenen, das ist ein großes Thema beim Hofmeister. Und natürlich auch die Frage, inwieweit lässt sich ein Trieb wie die Sexualität überhaupt wegdrücken. Und wie geht man damit um? Das ist ja tatsächlich ein sehr aktuelles Thema. Aber vielleicht bist du nicht ganz strafbar. Deines Vaters Verbot, Briefe mit mir zu wechseln. Aber Liebe setzt sich über alle Verbote. Du hast mich vergessen. Oh, infamie! Ich kann nicht mehr. Deine Tochter! Was ist mit ihr? Willst du heraus mit der Sprache? Oder ich drehe deine Hals um! Deine Tochter, der Hofmeister! Hat er sie zur Hure gemacht? Jetzt ist nicht die Zeit zum Hinfallen! Zu Hure gemacht, ist's das? Das ist nicht das Wetter. Da sitzt der Hase im Kohl. Bruder! So hab's denn dann nach, du Tollhäusler! Was? Ist er tot? Kann ich mir keine Nachricht mehr von meiner Tochter geben? Herr! Da gehen jetzt auch die Wolken über den Mond. Bald findet mich keiner. Also in der Uraufführung von Bertolt Brecht 1950 in Berlin
wurde eine Drehscheibe eingesetzt, die es ermöglicht, dass man die Spielorte relativ schnell wechselt, indem man die Scheibe dreht. Bei uns wird es so sein, dass wir es noch schneller brauchen, weil wir sehr filmisch arbeiten werden. Das heißt, wenn eine Szene beginnt, dann ist die andere vielleicht noch nicht ausgespielt. Es wird viel Synchronität da sein, ist ein bisschen Videoclip-artig auch. Lass mich das Hals noch umlegen. Geh jetzt. Was fehlt an mir? Die Rossknechte dürfen Männer sein. Ich darf es nicht. Soll ich mir ausreißen, das Auge, das mich ärgert? Lasst uns ein Beispiel geben, das mir schaudert. Oh.